Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Let's Play Together. Und zwar spielen wir Resistance Fall of Man. An meiner Seite ist der Pla. Hallo. Und dann starten wir mal. Wir spielen kooperativ, also sprich an einem Bildschirm zu zweit Couch-Koop, weil das ja eins der wenigen Spiele für die PlayStation ist, wo das funktioniert. Eigentlich schade, dass es so wenig gibt, aber was soll man machen? Ihr seht, wir haben es schon gespielt. Und wegen euch müssen wir normal anfangen. Ja, wir sind wirklich sicher. Und wir spielen auf Mittel, weil er einfach zu einfach ist. Der Ursprung dieser Bestien liegt in Russland. Die Herkunft des Virus ist unbekannt. Aber seine Auswirkungen auf die Menschheit waren fürchterlich. In den 30er Jahren drangen Berichte von biologischen Experimenten aus Russland zu uns. Es gab Berichte von über Nacht zerstörten Dörfern. Dann von ganzen Städten. Wir fürchteten, die Russen hätten eine Waffe von unglaublicher Gewalt entwickelt. Aber die Wahrheit war viel schlimmer. Über ein Jahrzehnt waren die Bestien in Russland isoliert. Erst 1949 starteten sie einen Angriff, der ganz Europa in wenigen Wochen in die Knie zwang. Zu Anfang glaubten wir, England wäre sicher. Aber im Oktober 1950 kamen die Bestien unter dem Kanal durch. Wir waren vorbereitet. Aber nach nur 3 Monaten war der Krieg verloren. Wir überließen den Bestien die Städte und zogen uns in einige Militärbasen und Außenposten zurück. Die Bestien hatten gewonnen. Am 11. Juli 1951 starteten die Amerikaner einen Angriff auf Englands Ostküste. Bei der zweiten Angriffswelle war ein Sergeant namens Nathan Hale dabei. Die Heldentaten dieses Mannes sind bei uns zu einem Mythos geworden. In der Folge geht es um seine Erlebnisse vom 11. bis 14. Juli, dem Tag, an dem man ihn zuletzt sah. Das heißt 11. Nicht 11. Soldaten hatten keine Ahnung, was sie erwarten würde. Die Amerikaner hatten 1950 ihre Grenzen geschlossen. Die Presse stand seitdem unter strenger staatlicher Kontrolle. Nur die höchsten Regierungskreise kannten die ganze Wahrheit. Die Operation war ein Austausch. Die Amerikaner brachten Vorräte und Panzer nach York. Und wir gaben ihnen unsere einzige Geheimwaffe. Eine Waffe, die sie nicht selbst herstellen konnten. Ich war der Kommandant des Konvoi-Teams, das die amerikanischen Soldaten treffen sollte. Auf dem Weg dorthin gerieten wir in Manchester in einen Hinterhalt. Und wir konnten die Amerikaner nicht mehr warnen. Sie waren auf sich allein gestellt und kämpften gegen einen völlig unbekannten Feind. Wir haben niemals erfahren, was dort geschehen ist. Wir wissen nur, dass Nathan Hale als einziger den Kampf überlebte. Das ist nicht wahr, ich bin auch dabei. Der Federhandschuh. So beginnt unsere Reise. Und ich bin der unbedeutende Schwarze. Genau. Ein Mann. Allein. Nein! Ich helfe dir doch. Ja, genau. Wahrscheinlich mehr, als ich überhaupt helfen kann. Okay, dann legen wir los. Also ich spiele auf der linken Seite. Ich bin dann natürlich rechts. Und da haben wir schon weiter. Alles klar.
Übrigens auch, glaube ich, das erste Mal oder eins der wenigen Male, wo die Alien-Invasion nicht in New York stattfindet oder anfängt. Das sind die Aliens. So sehen sie aus. Noch ein bisschen näher rangehen. Ja, zeig dich mal. Lächel mal für die Kamera. Oh ja, Baby. Ja, gib mir alles. Ja, genau so. Ja, so gut. Da kommt einer von rechts. Er ist gestolpert, ich war das nicht. Das sah wirklich so aus, dass er vielleicht stolpert. Über seine eigenen Füße, oder? Da kommt nochmal einer. Die vertragen ein bisschen mehr als Menschen. Da oben in der Hütte stehen wieder zwei. Mist, der Bus ist im Weg. So, das war's. Den können wir nicht mehr helfen. Kein Feuerlöscher dabei. Irgendwo hat doch einer geschossen. So. Da seilen sich welche von uns ab. Mal sehen, ob die uns helfen. Hallo Jungs. Oi. Könnt ihr versuchen, nicht in jede Granate reinzulaufen? Also wir haben gemerkt, aufpassen vor Autos. Die explodieren dann doch noch, auch wenn sie schon so kaputt aussehen. Auf dem Balkon sind Fuzzis. Jetzt nicht mehr, der ist runtergesprungen. Ich sehe gar nichts. Da. Warum müssen die auch immer weglaufen? Da oben schießt noch einer. Irgendwie komme ich da nicht so gut ran. Bin gerade voll hilfreich. So, jetzt aber. Nein, nicht wirklich. Da sitzt der Strommast im Weg. Kann der einfach mal stillhalten? Den Ellbogen treffen wir. Super. Ich bräuchte mal Munition. Ich habe noch 12 Schuss. Also 50 und dennoch 12. 22. Jetzt, ich bin gerade über was drüber gelatscht. So. Vielleicht gibt es im Haus was. Ah, da liegt noch was. Liegt auch noch was. Bist du schon im Haus? Ich bin schon im Haus, ja. Lässt du mich hier draußen alleine, ja? Ach. Wirst du eh nicht erwähnt. Oh, danke. Ich weiß, ich bin nur eine Randnotiz. Ich bin der stille Held. Genau. So, Munition voll. Man kann auch Kühlschränke aufmachen. Da, aber leider alles leer. Sonst ist auch nichts wirklich Wichtiges hier drinne. Dann gehen wir mal die Treppe nach oben. Da leben noch zwei. Noch. Jetzt nicht mehr. Doch, einer lebt immer noch. Warum sucht er auch keine Deckung? Oh. Danke. Das war knapp. Irgendeiner labert hier schon wieder. Da. Tot. Tot oder nur so? Nee, ich glaube, der ist tot. Das war der Superschuss von meiner Knarre. Jede Waffe hat einen Spezialschuss.
Eine Art gehender Panzer. Was ist ein Superschuss? Ja. Beide erwischt. Also wir kennen das hier schon. Wir haben das schon sehr oft gespielt. Davon gibt es auch mehrere Teile. Die haben wir auch schon gespielt. Auch mehrmals. Das ist so das einzige Ballerspiel, was ich so richtig gut finde. Ich schieße lieber auf Aliens anstatt auf echte Menschen. Also auf virtuelle Menschen. Auf echte sowieso nicht. Und von dem Ekligkeitsfaktor geht's eigentlich noch. Unsere Leben sehen echt total berauschend aus. Ja, ich würde sagen, lass die mal umbringen. Und danach lasse ich mich umbringen. Also renne ich jetzt in den Tod, ja? Was ist, wir haben auch schon die andere Waffe bekommen. Ah. Ja, stimmt, wir haben jetzt eine Alien-Waffe, die nennt sich Bullseye. Aber ich kämpfe lieber mit der menschlichen Waffe, dem Karabiner. Finde ich irgendwie besser, keine Ahnung. Also ja, ich wollte mich umbringen lassen, Entschuldigung. Kann's vergessen. Ich versuche mal einen mitzunehmen. Nein, nicht geschafft. Ich hätte den Superschuss machen können, hätte. 1, 2, 3, 4, 5 hocken da hinten rum. Oh, fuck. Ja, das war nicht aufgepasst. Seit wann kommen die so weit? Tja, der hatte Bock. Okay, ach Mensch, also umdrehen. Erst die beiden da hinten. Das ist der Superschuss, diese viereckige Kiste da, lange, für die menschliche Waffe. Und ich habe gerade eine Splittergranate aufgehoben. Doch nicht? Irgendjemand hat sie aber gerade aufgehoben. Nee, ich habe keine. Hm, die stand aber oben links. Mhm. Voll die Verarsche. Okay, jetzt sieht unser Leben besser aus. Da sind noch Granaten. Hier oben. Mhm, zwei könnte ich gebrauchen. Obwohl ich mich meistens mit den Dingern selbst umbringe. Ist die nicht explodiert? Irgendwie nicht, ne? Blindgänger. Die auch nicht? Was ist denn los? Und jetzt machst Puff und wir gehen beide drauf. Ich glaube, die sind jetzt tot hier. Immer nachladen, das ist ganz toll wichtig. Sergeant Hale, Ihren Trupp hat das Übel erwischt. Los jetzt, auf zum Busdepot, Tempo! Mhm, okay. Hätte euch mal mithelfen können. Aber dann wären sie bestimmt wieder gestorben. Ja, vermutlich. Ja, toll. Oh! Oh! Das ist super. Apropos sterben, hä? Woran bist du gestorben? Ah, oh, ich bin doch tief gefallen. Die Knöchel verstaucht. Käfer. So eklig. Die erinnern mich immer an die Mumie. Schön, Vitamine. Eiweiß. Niemand hat je herausgefunden, wie sich Hale mit dem Virus der Bestien infizierte. Der Wir haben Käfer gefuttert. Ist ein Tagebuch, das bei einem US-Sanitäter gefunden wurde. Er berichtete davon, wie er in einem trockenen Flussbett bewusstlose Soldaten fand. Einer der Soldaten, ein Sergeant, wachte plötzlich auf. Anders als bei den anderen Männern zeigte sein Körper keine Wunden. Der Sergeant verweigerte eine medizinische Untersuchung.
und bestand darauf, zu seiner Truppe zurückzukehren. Wenn dieser Sergeant wirklich Nathan Hale war, dann ist er der Einzige, der nach einer Infizierung wieder zu sich gekommen ist. Nein, ich hab's auch überlebt. Ob das Virus nun in ihm mutiert ist oder ob sein Körper resistent dagegen war, bleibt ein Rätsel. Bam, bam, bam. Ein Fall für Galileo Mystery.